So, jetzt grüße ich YouTube, weil auf YouTube wird das hundertprozentig auch landen. Ich freue mich schon wie ein Ast auf dieses Spiel. Ich liebe Kirby. Es war ein Teil meiner Kindheit und hat mich durch viele schwere Phasen gebracht. Deswegen bin ich überglücklich, heute Kirby spielen zu können. Ja, Leute. Kirby und das vergessene Land ist ein Kirby MMO, oder besser gesagt, es ist ein Open World. Das heißt, wir werden Spaß haben. Ich mache meine Online-Verbindung einfach mal legitim. Nutzt das nicht zu euren Gunsten aus, hoffe ich einfach mal. Aber ihr seht es ja sowieso, wenn ich online was mache zu diesem Spiel, weil dann läuft ja der Stream hier. So, und jetzt mache ich mal kurz den Avatar aus, weil ich die Filmsequenz hier ablaufen lassen will. Das war doch eine interessante Filmsequenz bis jetzt. Ab hier kann ich mich dann endlich auch wieder einschalten. Ja. Das mache ich aber jetzt aus. So. Ich freue mich natürlich. Ich bin Kirby. Ich kann alles einsaugen. Welche Taste muss ich fürs Schlucken drücken? Die nicht. Komm her. Ich wollte dich doch nur fressen. Ah, die Taste. Ich habe halt Hunger, ne? Ich muss alles einsaugen. Alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, wird gefressen. Okay, alle Schultertasten vom Prinzip her. Nigger Blume. Ja, wie man springt, ist ja wohl klar mit A. Ich habe sehr viel Kirby gespielt in meinem Leben. Oh, Münzen. Ich denke mir einfach mal, man braucht die Münzen, deswegen sammle ich sie einfach. Geld. Geld. Oh, hallo. Ich meine, du bist böse. Also, das habe ich im Trailer zum Spiel schon gesehen. Lecker. Ich hab Hunger. Und ich muss jetzt übrigens schon sagen, dass ich das Spiel richtig geil gemacht finde, ne? So, ich hab einen Stein. Ich bin bewaffnet. Da, seht ihr? Ja, und ich darf mich gleich verwandeln. Weil der ist, der Sir Knight. Komm her. Tada!
Link Kirby im Einsatz. Nein, ich weiß, dass der Schwert Kirby heißt. Aber er sieht halt aus wie Link. Jetzt kann ich meine Beine zersäbeln. Hat man hier wie früher immer so eine Steuerung von den einzelnen Teilen? Nee. Ich muss es selber rausfinden. Ich hoffe übrigens, dass das Spiel nicht zu laut ist, dass ihr mich noch hören könnt. Ich will da mal kurz reinhören. Jo, ich mach's noch so ein ganz kleines bisschen leiser in OBS. So. Zeit für den Wirbelhieb. Ihr bewegt mich niemals. Ich bin Kirby, hallo, ich kann fliegen. Ich wollte gucken, ob man es kaputt machen kann. Flieg, Kirby. Ich sehe was Lustiges. Ja, ich hab Bomben. Ich hab Spaß. Frist. Ich hab Bomben. Zeit für Terrorismus. Ich bin gut. Ich treffe bisher nur. Ich habe Secret gesucht. Die Bomben platzen nicht instant. So wie bei anderen Kirby-Spielen. Kann man nicht auch irgendwie rutschen? Oh ja, und das habe ich im Trailer schon gesehen. Wir können jetzt gleich hier das Auto einsaugen. Ach komm, bei Filmsequenz mache ich mich weg. Lecker Auto! Los geht's, Auto Kirby! Da freue ich mich. Ja, ich bin ein Auto. Ich stelle vor, das Auto. Durch die Wand. Ich bin jetzt der Autostopfer. Zack, einfach über den Haufen fahren. Dafür kann ich aber auch nichts anderes, ne? Bam, bam. So, wir fahren mal die Strecke, die das Spiel uns vorgibt. Wir lassen noch keine Münze zurück. Also wirklich, wo sind wir denn hier? Pong! Secret gefunden. Da war irgendwo Geld. Ich hab's doch gehört. Mach die Bahn frei! Das ist ein Radio neben mir. Kirby gefällt die Musik.
Ah, ich sehe jetzt schon, dass ich richtig viel Spaß haben werde. Oh. So ein Auto hätte ich auch. Ja, so ein Kirby-Auto. Das fährt aber von selbst einfach zu meinem Zielort. So. Die Waddle-Dees wurden entführt. Nein! Das ist noch eine Filmsequenz, deswegen habe ich gerade mich wieder weggemacht. Jetzt beginnt der Spaß. Ich muss das Auto ausspucken. Nein! Ach, ich komme mit dem Auto nicht hoch genug. Schade. Zeit für Terrorismus! Die Bomben explodieren erst, wenn sie irgendwas berühren. Das ist traurig. Früher sind sie einfach von allein explodiert. Oh, was ist hier denn passiert? Nein, nicht Waddle-Dees! Nein! Lasst sie frei! Ihr bösen Füchse! Oh. Unser neuer Freund? Nehme ich mal an. Sag mal, du bist klein, du würdest da eigentlich durchpassen. Oh, Kampfzone wurde betreten. Überall sind Tretschmieden. Ihr habt keine Chance. Ja, versucht, die Krähen abzuwerfen. Ich lasse den Avatar einfach jetzt generell an, weil sonst vergesse ich es immer wieder, den wieder anzumachen. Oh, du hast mich gerettet. Vielen Dank. Aber was wird aus den anderen Kerlchen? Diesen Waddle-Dees, die wurden alle gefangen genommen und verschleppt. Wir haben zusammen mit all unseren Kräften ein bisschen gekämpft, doch sie haben uns immer und immer wieder angegriffen. Und jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Ich muss sie retten, unbedingt. Ein Warpstern. Wie, du willst mir helfen, alle zu retten? Großartig! Dein Name ist also Kirby. Freut mich. Ich bin Elfilin. Hallo. Kann ich dich eigentlich einsaugen? Nein, kann ich nicht. Weißt du, ich habe eine Freundin und die will ich direkt einsaugen. Ich bin ein toller Freund. Hey, Kirby! Oh, hier ist ein anderer. Waddle-Dee! Team-Modus mit zwei Spielern. Um das Abenteuer mit Spieler 2 in der Rolle, ja. Was bin ich froh, dich zu sehen. Ich wurde nämlich auch in den Wirbel auf Planet Pop gesaugt. Falls du meinen zweiten Spieler zur Unterstützung brauchst, sag Bescheid. Ich springe gerne ein. Ist aber wahrscheinlich nur lokal, ne?
Ja, ist nur lokal. Schade. Amiibos? Ich kann Amiibos nutzen. Ich habe hier ein paar Amiibos. Oh! Ich kann mir das Auto auf Wunsch bestellen. Es ist ja toll. Kann ich den Amiibus auch immer so nutzen? Nee, ich muss erst ins Menü gehen. Ich habe gerade einen einmal kurz draufgesetzt. Aber toll, dass ich Amiibus nutzen kann. Was hat das jetzt gemacht? Schade. Hätte ich einen zweiten Spieler hier, ne? Ja, Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.